An der italienischen Küste entlang fahren wir bis Monaco. Das kleine Land am Mittelmeer liegt uns imposant zu Füßen. Das Casino ist das Herz von Monaco. Mit seinen Wasserspielen und der prunkvollen Fassade ist es das Highlight in der Stadt. Hier kann man verweilen, genießen und den Jetset an sich vorbeiziehen lassen. Direkt neben dem Casino befindet sich das Hotel de Paris. Hier kann man so manches schnelle Auto bewundern. Ich habe versucht, die Rennstrecke der Formel 1 beim Fahren zu filmen, doch leider habe ich immer noch keine Helmkamera und so sind die Bilder etwas wackelig geworden. Unser Weg führt uns in das nicht minder schöne Nizza. Dort begleitet uns Patrick durch die engen Gassen. Fernab vom Rummel sind die Wege menschenleer. Wir besuchen einen kleinen Markt im Stadtkern und lassen uns treiben. Die Kirche ist schön beleuchtet und der Bischof blickt auf uns nieder. Die einzigartige Stimmung Nizzas umfängt uns und wir lassen uns gerne von ihr leiten. Patrick, ein lustiger Kerl, der uns durch Zufall begegnet ist, führt uns durch die Stadt. Er geleitet uns bis zur Promenade. Patrick ist Harley-Fahrer und immer für einen Scherz zu haben. Die Franzosen sind ein lebenslustiges Volk und tanzen am Ende der Promenade gerne einen Tango. Nizza, hier lässt es sich leben. An einem Kriegerdenkmal mache ich noch ein paar Aufnahmen, bevor wir zurück ins Hotel gehen. Alles in allem war es doch ein gelungener Abend. Am nächsten Morgen verlassen wir die Küstenstraße, um über die südfranzösischen Alpen zu fahren. Wir machen Rast an einem Fluss, der sich angenehm kühl durchs Land schlängelt. Mal eine Schotterpiste hochzupreschen, macht richtig Laune. Unsere letzte Rast liegt an einem See, dessen Name ich leider vergessen habe, aber an dem wir uns ein Tretboot ausgeliehen haben. Der Sprung vom Boot ins eiskalte Wasser ist ein besonderes Vergnügen. Wir genießen die Zeit im Wasser, vergnügen uns und haben einfach Urlaub. So ein Tretboot ist schon für 15 Euro die Stunde zu haben und macht riesig viel Spaß. Leider ist es auch in diesem Urlaub dasselbe wie in jedem anderen. Er geht zu schnell vorüber. Und so enden unsere 3 Wochen Rundfahrt nach Korsika. Über die ganzen französischen Cols
treten wir nun die Heimreise an, bevor wir in Grenoble auf die Autobahn fahren. Dieser Urlaub wird uns immer in Erinnerung bleiben.